Dann möchte ich gerne zu unserem zweiten Referenten, zum zweiten Keynote-Speaker überleiten, Herr Rainer Klemke. Ich glaube, den Berlinerinnen hier im Publikum muss ich unseren Referenten nicht groß vorstellen, da er doch hier in der Kulturpolitik, sage ich mal grob, in Berlin sehr bekannt ist. Seit vielen Jahren in der Berliner Kulturpolitik aktiv und insbesondere zu nennen ist hier natürlich die langjährige Tätigkeit als Museums- und Gedenkstättenreferent des Berliner Senats in den Jahren 1994 bis 2012. Und ja, Sie können sich vorstellen, wenn man in diesen Jahren in einer Stadt wie Berlin an dieser Stelle tätig ist, dann ist man unmittelbar mit vielen Diskussionen und Debatten berührt, die weit über diese Stadt hinausgehen. Ich möchte nur nennen, wo Herr Klemke beteiligt war in Diskussionen oder an den Projekten, das Denkmal für die ermordeten Juden Europas, die Topographie des Terrors oder auch das Gesamtkonzept Berliner Mauer. Und ich denke, bei dem Projekt, was er uns jetzt vorstellen wird, sind viele Erfahrungen, viele Ergebnisse dieser stadtgeschichtlichen oder dieser ja, bundesrepublikanischen Geschichte eingeflossen. Und vorstellen wird er uns jetzt die Berlin History App. Und ja, wir freuen uns auf das, was wir hören werden. Herr Klemke. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, dass Sie mir die Möglichkeit geben, zu Ihnen zu sprechen und die Berlin History App vorzustellen. Ich habe natürlich das Problem des zweiten Redners, der mit der Restzeit auskommen muss. Kompliment an das Eisner-Projekt, wirklich unheimlich lebendig und zeigt ja, welche Möglichkeiten in den digitalen Handwerk steht und wie man auch Menschen erreichen kann. Kompliment aber vor allen Dingen an die Veranstalter dieser Veranstaltung hier, weil als ich 1996 Archivreferent des Landes Berlin geworden bin, war der Begriff offene und Archive Dinge, die gar nicht zusammenpassten. Also auch in der Mentalität vieler Menschen, sowohl außerhalb der Archive wie auch innerhalb der Archive. Und als ich im Jahr 2000 Vorsitzender der Deutschen Archivreferentenkonferenz war und angeregt habe, einen Tag der offenen Archive zu veranstalten, können Sie sich gar nicht vorstellen, was es für Argumente gab, warum das nicht ginge. Ja, wegen Schutzfristen und Bestandserhaltung und Sicherung und Restaurierung und so. Also es war insbesondere aus dem Süddeutschen, kamen da große Widerstände, aber mittlerweile gibt es sowas. Offene Archive konventionell, man darf ins Archiv gehen und dort suchen, aber man muss dann vielleicht Hindernisse, Schwellenangst überwinden. Mittlerweile gängig, offene Archive, Online-Katalog-Recherche und auch das Einstellen von Inhalten auf der eigenen Webseite. Der nächste Schritt wäre, mit Inhalten in die Stadt hineinzugehen und auf Quellen zu verweisen und damit auch sich völlig neue Publikümer zu erschließen. Also nicht den Forscher, der 40 Jahre lang über die Straßenbahn in Berlin forscht oder über andere Spezialthemen, sondern Menschen wie du und ich, also sprich der Steuerzahler, der die Archive finanziert, viel zu niedrig finanziert, das Thema haben Sie an anderen Stellen besprochen, aber immerhin den Open Access ermöglicht zu den Inhalten. Und für die Berlin History App heißt das ein digitales Archiv, ein Museumsdepot für jedermann zu schaffen. Als wir die Idee hatten, haben sie uns alle, mit denen wir darüber sprachen, für verrückt erklärt. Berlin ist das Rom der Zeitgeschichte des 20. Jahrhunderts. Überall, wo man krabbelt, findet man Geschichte und die verschiedenen Orte der Geschichte. Oh, nee. Uiuiui. Wie kommt man wieder runter? Die verschiedenen Schichten der Berliner Geschichte sehen Sie in dem Logo dargestellt, weil wir auch so unsere App aufgebaut haben mit den verschiedenen Möglichkeiten und dem Logo von Berlin, Brandenburger Tor und Fernsehturm. Wir hatten keinen Auftraggeber. Und wir hatten keine Finanzierung. Wir haben unsere Ersparnisse in sechsstelliger Höhe
aufgewendet, um eine Software zu bauen, die nach allen Seiten offen ist und alle Möglichkeiten hat, digital Geschichte in der Stadt darzustellen. Berlin History ist eine Plattform für die Vermittlung von Inhalten vor Ort in der Stadt. Mehr als 70 Institutionen und Initiativen, Stadtforscher, also auch Privatleute, die an Spezialthemen arbeiten, mit der Berlin History App zusammen. Sie stellen ihre Inhalte, Zeitzeugeninterviews und Bilder zur Verfügung, darunter Archive wie das Landesarchiv, das Archiv der Akademie der Künste, das Archiv des Stadtmuseums Berlin, das Archiv der Robert-Havemann-Gesellschaft, Bezirksarchive, die Bundesstiftung Aufarbeitung, die Gedenkstätte Deutscher Widerstand, der Beauftragte für die Stasi-Unterlagen, das Archiv der Stiftung Berliner Mauer, das Archiv Berliner Stadtpläne, das DHM und. Warum gibt es eine Berlin History App? Ich habe in meiner Amtszeit in der Berliner Kulturverwaltung viele Millionen dafür ausgegeben, dass zum Beispiel zu den Jahresthemen, die ich etabliert habe, wie 2013 zerstörte Vielfalt oder auch 20 Jahre Berliner Mauer, Millionen dafür ausgegeben worden sind, Inhalte zu erarbeiten und zu präsentieren. Das war dann wunderbar an dem jeweiligen Anlass und danach verschwanden die Inhalte im Orkus der Geschichte. Und unsere Idee war, Inhalte nachhaltig für jedermann zugänglich zu machen. Wir hatten schon Erfahrungen mit der Rummelsburg-App, die wir gemacht haben. Als ich den Gedenkort Rummelsburg eingerichtet habe, haben wir dazu eine App gemacht mit Führungen, mit Zeitzeugeninterviews in leichter Sprache und für Kinder, um die drei Schichten des Gedenkortes Rummelsburg, also Arbeits- und Bewahrungshaus, NS, Städte der Euthanasie und DDR-Haftanstalt dort zu präsentieren. Da haben wir uns irgendwann gesagt, das machen wir auch für ganz Berlin. Es funktionierte sehr gut, wurde sehr gut angenommen und es basiert auf dem Prinzip der Auffindbarkeit von Themen vor Ort. Es gibt ja 1000 Websites und Apps zu einzelnen Spezialthemen in Berlin und anderswo. Das Problem ist nur, man muss wissen, dass es sie gibt. Und wenn Sie zum Beispiel die Zwangsarbeiter-App sehr verdienstvoll sehen, die Außenlager von Sachsenhausen in Berlin, die wurde etwa zeitgleich mit uns gestartet und hat so viele Downloads wie wir an einem halben Tag in derselben Zeit. Weil es weiß keiner, dass es diese App gibt und wenn man sie aufruft, dann guckt man sich einmal an und löscht sie wieder, weil dann hat die App eigentlich ihre Funktion erfüllt. Das Problem auch dieser einzelnen Apps ist, das ist ja vorhin schon vom Kollegen angesprochen worden, es macht eine Agentur, macht das Ding fertig, liefert es ab und dann ist das Ding nach 3 Jahren tot, weil die Rechte ablaufen, weil sie nicht aktualisiert werden oder weil die Technik, also Android oder Apple machen eine neue Software, es wird nicht aktualisiert und es geht nicht weiter, während wir das gesamte Wissen, was wir dort versammeln, immer auf dem neuesten Stand halten. Wir sehen diese Berlin History auch, App auch als Maßnahme gegen die Hashtag-Kultur. Junge Leute sehen die Hashtags, die sie eingeben, dazu bekommen sie Informationen, aber dabei bleibt es dann auch. Wir wollen das ermöglichen, was man früher beim Zeitungslesen erlebt hat, dass man Zeitung aufgeschlagen hat und dann kam man durch Zufall auf einen Artikel, den man auch interessant fand und sagt, ach, darüber will ich mehr wissen. Das ist sozusagen das Grundprinzip, weshalb wir über die Karten gehen, wo jeder in seinem Kiez oder wenn er einen Ausflug macht oder ein bestimmtes Ziel ansteuert, auch Dinge sieht aus einem ganz anderen zeithistorischen Zusammenhang und sagt, ach, das wusste ich gar nicht, darüber will ich mehr wissen. Und deshalb haben wir auch mal das Referenzprinzip, dass wir auf die Einrichtungen verweisen, auf die Archive, auf die Museen, auf die Gedenkstätten und sonstige Einrichtungen, wo man mehr erfahren kann. Also die Snackable machen wir auch, indem wir interessant diese Orte schildern und was dort passiert ist und dann eben sagen, wenn dir das schmeckt, dann guck dahin, da gibt es mehr. Es ist eine Quelle, die quer durch alle Epochen per Stichwort oder topografisch unterschiedlichste Themen, Ereignisse, Persönlichkeiten, Bilder, Karten, Luftbilder zur Geschichte der Stadt für jedermann zugänglich macht und für weitere Projekte zur Verfügung stellt. Wir erstellen eigene Points of Interest und Rundgänge, aber wir übernehmen alle
solche auch unserer Partner, die unter ihrem eigenen Rubrum erscheinen und auf die wir jeweils verweisen, wie auch auf besondere Publikationen und Ausstellungen zu diesem Thema. Demnächst können wir auch aktuelle Veranstaltungen dieser einzelnen Einrichtungen aus dem Museumsportal direkt einspielen zu dem Objekt, wo man dann steht. Also man steht vor der Akademie der Künste und kriegt dann auch die Veranstaltung für eine Akademie der Künste angezeigt. Unsere Partner können über ein ganz einfaches Redaktionssystem ihre POIs einpflegen, aktualisieren und ergänzen. Bei unseren Partnern besteht jetzt auch der Wunsch, dass wir nicht nur hinführen zu der Einrichtung, sagen, das ist diese Einrichtung und hat die und die Geschichte, sondern dass man dann mit seinem Smartphone oder Tablet auch in die Einrichtung hineingehen kann und dort geführt wird, zum Beispiel in die Akademie der Künste, und dort die historischen Spuren entdeckt. Wir haben eine Technik entwickelt, wo Sie sehr viel einfacher mit Ihrem Gerät umgehen können, weil Sie nicht eine App runterladen mit 800 MBs und alle halbe Jahr spätestens neu updaten müssen, sondern Sie brauchen nur einmal den Schlüssel runterzuladen, das sind ungefähr 30 Megabytes, und damit können sich Terabytes an Informationen über unser Kartensystem erschließen. Wir sind ein ehrenamtlicher Verein, der seit 3 Jahren an diesem Projekt arbeitet und deren Mitglieder dies auch finanziert haben. Daher produzieren wir konkurrenzlos günstig, aber wir brauchen auch Partner, die anteilige Produktionskosten übernehmen. Daher stellen wir unter anderem mit unseren Partnern gemeinsame Förderanträge zu einzelnen Themen und Projekten. Der Vorteil für unsere Partner ist, da es die Berlin History nur in dieser Form gibt und kein anderer so etwas anbietet, entfällt auch eine Ausschreibung. Zum Beispiel die Bundesstiftung Aufarbeitung wird mit uns alle 900 Gedenkorte in den neuen Bundesländern und Berlin in einer DDR-History-App zeigen, die wiederum Bestandteil von unserem System ist. Was uns auch von anderen Apps unterscheidet, ist, dass jeden Tag neue Points of Interest dazukommen, weil unser Team arbeitet daran und unsere Partner liefern uns Inhalte zu, sodass die App ständig wächst und irgendwann zu einer Art Wikipedia der Berliner Geschichte wird. Gestartet sind wir am 21. Februar 2019 und nach 8 Monaten, obwohl wir mangels Geld keine Werbung machen konnten, sind wir bereits eine der meistgenutzten und bestgerateten Apps dieser Art in Deutschland. In den ersten 14 Tagen wird unsere App bis zu 69 Mal aufgerufen und nur 10% deaktivieren sie die App. Das ist so wie bei dem Eisner-Projekt. Das sind sensationelle Werte für eine zeitgeschichtliche App. Und wir bekommen auch die Reaktion vom Publikum. Also da gibt es jemand, der hat schon 12 Bildbände zur Geschichte der Berliner Straßenbahn herausgebracht und gibt uns, ist ein Fotograf, der über unglaublich viele Fotos verfügt, und ein Bild sagt ja mehr als 1000 Worte. Und solche Inhalte werden uns dann zur Verfügung gestellt. Oder der Fotograf, der 30 Jahre lang im Flughafen Tempelhof für die Amerikaner alle Anlässe fotografiert hat, mit dem Hubschrauber über Berlin geflogen ist, alle einzelnen Räume vom Flughafen fotografiert hat und der uns seine Inhalte zur Verfügung steht. Oder der Sohn des langjährigen Direktors des Strandbades Wannsee, der die ganze Geschichte dieses Strandbades vom Bau bis heute dokumentiert und dann die Geschichte auch bei uns erzählen kann. Wie geht es weiter mit unserer App? Wir überführen die Berlin History App künftig in die Stiftung Stadtmuseum. Da gehört es auch hin, weil es Berliner Geschichte ist, und werden dort als Digital Department sowohl für Stadtmuseum als auch für die Berlin History allgemein arbeiten. Aber auch, wir haben sehr viele Angebote aus dem In- und Ausland, unsere Software als Container zu übernehmen und deren Inhalte dort einzufliegen. Was haben wir für Inhalte? Wir haben 100 Orte der 18-19er Revolution in Berlin von den Kulturprojekten. Wir haben die politischen Denkmäler in Berlin. Wenn Sie zum Beispiel zum Platz der Vereinten Nationen gehen, kriegen Sie dort die Geschichte von Lenin, vom Lenin-Denkmal erzählt, sehen den Film
wie der Leninkopf in Köpenick ausgebuddelt wird und kriegen den Verweis, dass es diese wunderbare Ausstellung enthüllt in der Zitadelle in Spandau gibt. Und 90% der Berliner wissen gar nicht, dass wir die größte Festungsanlage nördlich des Mains in Berlin haben und dass es da so eine wunderbare Ausstellung gibt. Wir haben die Orte der friedlichen Revolution von der Robert-Havemann-Gesellschaft. Wir stellen jetzt neu ein das künstlerische Umfeld der friedlichen Revolution mit Förderung der Bundesstiftung Aufarbeitung. Wir haben 100 Orte und Geschichten der Berliner Mauer von der Havemann-Gesellschaft. Wir haben einen Rundgang zur verschwundenen DDR unter den Linden. Wir haben eine Audioführung der Berliner Unterwelten zu den Fluchttunneln. Wir haben die Biografien der führenden Berliner Persönlichkeiten der friedlichen Revolution. Wir machen jetzt ein Projekt mit Hohenschönhausen zu den konspirativen Wohnungen der Stasi in Berlin. Wir haben exklusiv die Berliner Geisterbahnhöfe in Zusammenarbeit mit der Stiftung Berliner Mauer. Wir erarbeiten die Geschichte des Lichtenberger Rodeliusplatzes, sowohl das sowjetische SMHD Zentralgerichtsbarkeit war, wo die ganzen Todesurteile gesprochen worden sind. Wir haben alle Berliner Gedenkstätten. Wir arbeiten jetzt an einer Geschichte der Berliner Gasversorgung. Wir haben die historischen Bilder vom Flughafen Tempelhof mit dem Irrgang durch die Katakomben des Flughafens. Wir haben hunderte von bisher schon historischen Bildern und Ansichtskarten aus Berlin. Wir werden demnächst die Stolpersteine aufnehmen und die 3500 Berliner Gedenktafeln mit ergänzendem Material. Wir haben die Orte des Widerstandes und der stillen Helden sowie der Täter, die Orte der Spionage in Berlin vom Spionagemuseum. Wir machen mit dem Landesarchiv die Orte des Wirkens von Ernst Reuter, mit der Willy Brandt, Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung, die Orte des Wirkens von Willy Brandt. Wir haben 100 Orte der Zeitgeschichte der Bezirke Lichtenberg und Charlottenburg-Wilmersdorf. Und wir sind dabei, mit dem Landesmusikrat einen Themenschwerpunkt zu machen. So klingt Berlin, alle Orte der Musik und Musikgeschichte in Berlin. Und es sind noch weitere Projekte in Arbeit, aber die schaffen wir zurzeit kapazitätsmäßig nicht. Wir werden im nächsten Jahr 100 Jahre Groß-Berlin machen, indem wir die historischen Bilder von 1945 von Stadtmuseum und anderen Archiven einstellen und dann dem Publikum die Möglichkeit geben, sich dieses historische Bild auf einem Smartphone oder Tablet aufzurufen und dann an die Stelle zu gehen, von der es aufgenommen worden ist, und können dann ein Vorher-Nachher-Bild zu dem Thema machen. Und wir werden auch für die Berliner Regionalmuseen eine mobile Website machen zu 100 Jahren Berlin-Geschichte von Groß-Berlin und darin Bilderserien aus allen Lebensbereichen der Berliner zeigen. Wir haben zu allen Themenfeldern jeweils die historische Karte. Also wir verfügen über 1000 verschiedenen Karten von Berlin seit dem Mittelalter bis heute und können jeweils auch die entsprechende Karte dazu präsentieren. Und auf allen Karten sieht man dann auch die entsprechenden POIs. Und wir haben Luftbilder von 1928 und von 1989, was exklusiv nur bei uns ist, weil selbst die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, die Luftbilder in Auftrag gegeben hat, hat nur einzelne Teilausschnitte und wir haben die in einer monatelangen Puzzlearbeit zusammengesetzt zu einem Gesamtbild von Berlin und das gucken wir uns jetzt mal an. Ja, hier sehen wir die Tablet-Version und die Smartphone-Version mit den verschiedenen Themenkacheln, die dann zu den einzelnen Bereichen führen. Also hier zum Beispiel im Gedenkstätte Deutscher Widerstand oder die politischen Denkmäler, der Rundgang anhand historischer Aufnahmen und der Flakbunker von Berlin und anderes mehr. Das wird in einem Zyklus wechseln, die Bilder, damit alle Themen mal nach vorne kommen, beziehungsweise die, die gerade aktuell sind, werden auch nochmal gefeatured. Ja, so sieht die aktuelle Karte aus mit den jeweiligen Points of Interest. Hier die Buttenallee im Tiergarten. Es gibt Texte, es gibt Bilder. Man kann dann auf den entsprechenden Point of Interest gehen und dann öffnet sich
eine Informationsleiste, der man dann weiter nachgehen kann. Jetzt müsste ich irgendwie nach rechts gehen können. Das kann ich ja aber nicht. Könnte vielleicht einer... Nochmal zurück. Hier sehen Sie auch den Mauerstreifen in seiner ursprünglichen Ausdehnung. Der ist auch bei uns eingezeichnet. Und hier sind dann immer die Geschichten, was an den einzelnen Orten an der Mauer für Fluchtversuche und Demonstrationen etc. stattgefunden hat. Und jetzt wieder nach rechts. Hier sehen wir den Treptower Park mit dem sowjetischen Ehrenmal und auch die verbliebene Sternwarte, Aschenholz Sternwarte. Und wenn wir jetzt nach rechts gehen, sehen wir die Leiste, wie man aus verschiedenen Karten und aus verschiedenen Zeitleisten sich die Informationen rausfiltern kann. Also ich kann sagen, ich will jetzt nur ab 45, also das, was Sie in dem Flyer sehen, zu 30 Jahren Mauerfall, nur die Informationen über die DDR haben. Oder ich will nur die Informationen zur NS-Zeit haben oder davor. So kann man das individuell machen und man kann sich dann auch nochmal aussuchen, auf welchen Plan man das haben will. Und weiter. Und hier sehen Sie das Gleiche, den gleichen Point of Interest vom sowjetischen Ehrenmal inmitten der größten Ausstellung, die jemals in Berlin stattgefunden hat, der Gewerbe- und Kolonialausstellung von 1896, wo in 6 Monaten 7,5 Millionen Menschen bei 180 Regentagen diese Ausstellung besucht haben, wo Venedig nachgebaut worden ist, wo Kairo nachgebaut worden ist, wo Alt-Berlin nachgebaut worden ist, wo die Leistungsschau der Berliner Industrie, die damals weltweit führend war, stattgefunden hat, wo die AEG seine Beleuchtungsanlagen vorgestellt hat, wo der erste Aufzug in einer Pyramide hochgefahren ist, wo extra Straßenbahnen gebaut worden sind, U-Bahnen gebaut sind, Spreetunnel gebaut worden sind. Also das wäre die größte Attraktion, die wir überhaupt in Berlin hätten, wenn wir sie erhalten hätten, aber der Kaiser wollte das nicht, der hat darauf bestanden, dass nach der Ausstellung die Ausstellung wieder zurückgebaut wird. Aber mit der History-App können Sie das erleben und sehen dann, was an den einzelnen Punkten stattgefunden hat. Also das Theater, nee, wieder zurück. Hier der neue See, da fuhren venezianische Gondeln, das ist jetzt eine Rasenfläche. Auch die Teiche mussten wieder zugeschüttet werden. Übrig geblieben ist nur das Refaktum vom Archenholz-Sternwart und das ist nur deshalb nicht abgebaut worden, weil die sind erst zu spät fertig geworden, mitten in der Ausstellungszeit und haben nicht mehr genug Einnahmen erzielt, um die Mittel für den Abbau zu kriegen. Also auch so eine Berliner Geschichte, die mit dem Treptower Park verbunden wird. Und wir benutzen natürlich, wir wecken das Interesse für dieses Riesenprojekt, indem wir dann auch verweisen auf die Ausstellung im Regionalmuseum in Treptow, wo es auch für 10 Euro ein wunderbares Buch zu dem Thema gibt. Also wir sind zwar werbefrei, ebenso wie wir kostenfrei sind, aber wir verweisen auf weiterführende Dinge, wo sich das Publikum dann noch für interessieren kann. Gehen wir noch weiter nach rechts. Also die Points of Interest sehen Sie auch immer auf den historischen Karten. Das ist eine Luftbildaufnahme von 1928. Da sehen Sie noch das Schloss und die Museumsinsel in der alten Form. Und man kann, wenn man die Finger spreizt, kommt man immer in die aktuelle Karte. Also man sieht dann genau, wie es heute aussieht. Straßenverläufe etc. oder Grundstücksgrenzen. Weiter. Ach so, dann gehen wir jetzt mal einmal nach unten. Nee, andere Richtung. So sehen dann die einzelnen Points of Interest aus. Wir haben da auch Audios drin und wir haben weiterführende Sachen, hier zum Beispiel bei den historischen Denkmälern. Da kann man dann weiter nach unten scrollen und kommt zu den anderen Denkmälern. Man kann also auf mehreren Wegen zu Themen kommen. Man kann einmal über die Karte kommen, dass man sieht, was ist hier in meiner Nähe.
oder man kann über die Themen kommen oder man kann ein Stichwort eingeben und kriegt dann alles in Berlin, was zu diesem Thema gehört, was ja auch sehr selten ist. Man hat Spezialarchive, da ist dann dieses und in dem anderen Archiv ist jenes, aber hier haben Sie eben dadurch, dass alles in unserem Datenserver drin ist, die ganzen Querverweise und wer an einem bestimmten Thema arbeitet, der guckt da rein und sagt, was für Fotos gibt es zu dem Thema, was für Karten gibt es zu dem Thema und was gibt es an sonstigen Bereichen, die sich um dieses Thema ranken. Das ist das Projekt Gedenktafeln, an dem wir gerade arbeiten. Es gibt 3500 Gedenktafeln, also es ist sozusagen das offizielle Gedenken, Erinnerung der Stadt Berlin, was da ist, die wir verorten auf der Karte. Dass man, also auch wenn man an einem Thema arbeitet, gucken kann, gibt es zu dem Thema auch eine Gedenkkarte, eine Gedenktafel. Und dann haben wir auch immer ergänzende Informationen, also warum diese Tafel und von wem die gestiftet worden ist und weiterführende Informationen zu demjenigen, der da gewürdigt wird oder zu dem Objekt oder dem Bauwerk. Immer nach rechts. Das sind hier unsere Themenfelder. Also rechts ist immer ein Dummy-Text jetzt, das ist noch nicht ganz fertig, mit den verschiedenen Themen zu dem jeweiligen Bereich, mit der aktuellen Karte und den dazu passenden POIs. Noch weiter nach rechts. Also das war hier Thema Friedliche Revolution. Hier Orte des Widerstandes, das ist bereits online. Wir arbeiten mit der GdW zusammen, die alle Orte des Widerstandes in Berlin sowohl von den Personen wie auch von den einzelnen Themen bei uns einstellt und die nach und nach in den kommenden Jahren auch diese Schriftenreihe, die es gibt über jeden Bezirk, den Herr Sander gemacht hat, hier einpflegen und dann das ganze Umfeld, was Berlin betrifft, dort drin haben. Nochmal weiter nach rechts. Und das ist das, was wir demnächst einstellen, Willy Brandt in Berlin. Alle Orte, an denen Willy Brandt in der einen oder anderen Weise gewirkt hat oder die mit ihm verbunden sind, werden da von der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung bei uns eingestellt. Ja, hier sehen Sie eine Luftbildaufnahme von 1989. Schauen Sie mal, wie sich hier dieser Bereich verändert hat, das Holocaust-Denkmal und hier der Potsdamer Platz in der Nähdreieck und hier sehen Sie die schreiende Leere vom Mauerstreifen. Das ist also auch sehr schön, Sie können auch überblenden dann in den Studieplan von 1928, da sehen Sie auch jedes einzelne Grundstück der Stadt Berlin ausgewiesen und können es dann mit dem Luftbild vergleichen. Und hier haben wir auch das Gleisdreieck und solche Schiebebilder, wo man vergleichen kann, wie sich ein solcher zentraler Platz in Berlin verändert hat. Ach so, Moment. Können wir dann nochmal nach rechts gehen? Hier können Sie auch das Schiebebild sehen von Rummelsburg, wenn Sie mal mit dem Finger, wenn Sie da mal hin und her gehen. Ja? Das sind jetzt die schicken Lofts, die da in dem ehemaligen Gefängnis sind. Und davor sehen Sie die Schleuse zur DDR-Haftanstalt. So werden wir das auch mit den Fotos von 1945 machen. Bloß, dass sie dann jeder selber machen kann. Ja, und dann haben wir so eine Zeitleisten von prominenten Orten in Berlin, wie die sich über die Zeit geändert haben. Also hier ist Brandenburger Tor von der Errichtung bis heute, solche Bildgeschichten. Was uns sehr am Herzen liegt, ist ein sogenanntes Schultool, was wir planen in Zusammenarbeit mit dem LISUM und Berliner Schulen, wo wir ermöglichen wollen, dass Schüler, Gruppen im Leistungskurs oder auch in anderen Zusammenhängen oder auch Besuchergruppen von den Museen und Gedenkstätten eigene Projekte erarbeiten können. Nach rechts gehen bitte. Da gibt es ein einfaches CMS mit Copy und Paste, wo die Texte einfüllen können, Zeitzeugeninterviews machen können, wo sie ihre Tante, Onkel oder Großmutter interviewen können oder den Bäcker nebenan und das einstellen und ein eigenes Projekt machen. Mit dem Vorteil,
dass dieses Projekt auch schulübergreifend oder auch mit Partnerschulen in anderen Ländern, also zum Beispiel mit Frankreich, gemacht werden kann, ein Projekt zu den französischen Besatzungssoldaten in Berlin. Und wo der Lehrer das online oder der Gruppenbetreuer online mit eingreifen kann, Ratschläge geben kann, Hinweise, Korrekturen anbringen kann und wo man in der Gruppe arbeiten kann. Das ist ein sehr schönes Projekt, was dann in einem gesonderten Raum in der Berlin History passiert, wo man nur mit Zugangsdaten reinkommt. Und wenn der Fachbereichsleiter der Schule sagt oder die Gedenkstätte, das ist aber so ein tolles Projekt, das ist so rund, dann nehmen wir es bei uns in die offizielle History App. Ja, und das ist jetzt etwas, was noch Zukunftsmusik ist, Augmented Reality, der Mauerverlauf. Es gibt jetzt zwar von den Kulturprojekten ein solches Tool, wir sind aber der Meinung, dass es noch nicht präsentationsreif ist. Weil unsere Ansprüche so sind, wenn man diesen Mauerverlauf läuft und man geht um die Ecke, dann muss es auch das Bild sich aufbauen und es muss original sein. Und da sitzen zurzeit je 1000 Entwickler, sowohl bei Apple als auch bei Google dran, bei Android dran, um das, die Software dazu zu entwickeln. Und wir wollen uns stützen uns vor allem auf erprobte Software, weil wir keine Abstürze wollen und keine Beschädigungen der Software. Und wir warten noch, bis das soweit ist. Und außerdem brauchen wir noch eine Finanzierung dazu, die aber bald kommt. Wir haben das schon nachgebaut an einzelnen Objekten. Geht es wunderbar. Also wir haben so einen Wachturm, den haben wir da in die Gegend gestellt und können rumgehen und können raufgehen und von außen gucken. Geht alles. Aber die Rechenoperationen, die erforderlich sind, um das in dem freien Feld zu machen, wie wir es wollen und machen werden, dazu ist noch zu früh. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Klemke. Also Sie sind mich wirklich beeindruckt zu diesem tollen Projekt. Ich glaube, da bin ich hier nicht alleine, aber ich stelle mir vor, da sind einige Fragen auch noch da. Sebastian Tripp, Hessisches Landesarchiv. Tolles Projekt, finde ich super. Meine Frage wäre, wie ist das denn mit der Nachnutzbarkeit der Software? Also können Sie sich vorstellen, die Software in andere, also zur Verfügung zu stellen, dass wir jetzt sowas dann auch, was weiß ich, bei uns in Hessen irgendwie machen, dass das ist im Ruhrgebiet, könnte ich mir vorstellen, könnte man sehr schön so ein Projekt machen. Also gibt es da Überlegungen, die Software zur Verfügung zu stellen? Also wir haben Anfragen aus Thüringen, aus Magdeburg, aus Köln, aus Luxemburg, aus Polen, aus Italien, aus Spanien, die sowas machen wollen, die sozusagen unsere Software bekommen und dann ihre Inhalte einfügen. Wir würden es bei uns auch pflegen und weil wir anders als bei den einzelnen Apps nicht jede App aktualisieren müssen, wird immer alles für alle gleichzeitig passieren. Da laufen zurzeit die Gespräche, aber wir sind sozusagen am Point of Take-off und wir sind 4 Leute. Also wir führen diese Gespräche, aber ich denke, im nächsten Jahr wird sich das eine oder andere da auch konkretisieren. Und wie gesagt, mit dem Projekt, was wir für die Bundesstiftung jetzt machen, DDR History App, würden wir sozusagen eine Grundlage auch legen, für zum Beispiel für alle neuen Bundesländer, weil wir haben die DDR dann drin bei uns und können jede Menge andere Inhalte regional und überregional damit einfüllen. Danke. Joachim Reeth, freier Historiker und Archivar aus Hamburg. Die Geobasisdaten zur Referenzierung, woher bekommen Sie die? Das geht ganz einfach. Wir klicken bei unserer Karte auf den Punkt und kriegen die angesagt. Das heißt, Sie verknüpfen händisch Inhalte mit Geodaten? Ja. Da. Ja, ich komme vom Deutschen Rundfunkarchiv. Haben Sie da auch so eine Art Rückkanal, in dem man Feedback geben kann, zum Beispiel auch zu den Inhalten? Ich habe mich gefragt, Sie bauen ja jetzt ein enormes Portal auf mit sehr vielen Inhalten. Wie halten Sie die eigentlich aktuell und wie gehen Sie langfristig damit um?
Wir haben so eine Kategorie Mithelfen. Und das funktioniert ähnlich wie Wikipedia. Da sagt einer, da fehlt ein Komma oder da ist eine Jahreszahl falsch oder ich habe noch ein Bild dazu. Also ähnlich wie es auch bei dem anderen Projekt war. Da kriegen wir Zuschriften, die beantworten wir auch und das nehmen wir auf. Okay, aber es könnte ja auch sein, hört man das? Es könnte ja auch sein, dass wenn man jetzt langfristig denkt, dass Inhalte wirklich veralten oder man sie nicht mehr als tragfähig empfindet vielleicht. In so einer App, wird das dann auch redaktionell betreut oder müssen dann die jeweiligen Partner auch entscheiden, was bleibt da drin, was kommt da raus? Ja, wir sind ja eine offene Plattform für Partner. Wir haben eigene Dinge, eigene Projekte, die wir machen, die wir auch selber aktualisieren, inhaltlich. Und ansonsten entscheiden die anderen Inhalte ja unter dem Rubrum der jeweiligen Einrichtung, also Kulturprojekte oder DHM oder Stiftung Berliner Mauer und so. Und da sitzen die Wissenschaftler und Fachleute, die gucken müssen, ob sie da was ändern müssen. Und wie gesagt, unsere Partner haben alle dieses einfache CMS-System, wo sie Copy und Paste das auswechseln können. Das geht dann bei uns nochmal in eine Redaktionsschleife und geht dann ins System. Super, danke. Holger Plickert, Wikimedia Deutschland. Erstmal vielen Dank für den Beitrag. Ich bin auch schwer beeindruckt. Frage ist, ich habe da großes Kopfkino, Anbindung an Wikipedia und vor allen Dingen auch an die Wikimedia Commons. Lassen Sie uns da sehr gerne ins Gespräch kommen. Allein dafür hat sich der heutige Tag für mich schon gelohnt. Vielen Dank. Ich sehe noch einer. Okay. Ja. Ja, wie sieht es mit den Rechten aus? Bei welcher Lizenz ist das dann veröffentlicht? Ja, als wir damit anfingen, sagten alle, das geht alles gar nicht, weil die Bildrechte. Wir haben Wikimedia, wir haben freie Bilder und durch den Zwang, weil wir gar kein Geld haben, Bildrechte zu kaufen, verwenden wir nicht die Bildikonen von BPK oder von Ullstein, sondern suchen nach anderen Bildern und schaffen damit auch eine neue Bildästhetik, weil man Bilder sieht, die man noch nicht gesehen hat. Und wir haben jetzt, glaube ich, 2.500 oder 3.000 Bilder drin und wir haben noch für kein einziges Bild gezahlt und müssen es auch nicht tun. Und selbst die Bilder? Jetzt muss ich doch, also unter welcher Lizenz sind denn die Bilder dann veröffentlicht? Die jetzt in der App sind? Die Bilder in der App kann ja niemand aus der App rausnehmen. Im Gegenteil, es wirkt, wir haben freie Fotografen, die ihre Bilder uns kostenlos zur Verfügung stellen, auch mit dem Hintergedanken, niemand würde auf die Idee kommen, dass sie solche Bilder haben. Aber wenn man an einem Thema arbeitet und Bilder sucht und dann in unsere App geht und sagt, ach guck mal, da gibt es ja ein spannendes Bild vom Prenzlauer Berg 1986 und dann steht die Quelle da, wo man das Bild kriegen kann. Anna-Kathrin Genest, ich habe noch eine Frage, was sich an die Inhalte anschließt. Ist eine stärkere Übersetzung der Inhalte ins Englische zum Beispiel? Das würde die Nutzung ja unglaublich erweitern. Wenn Sie ein nicht deutschsprachiges Gerät haben, ist es automatisch auf Englisch. Also ich habe es eben probiert und so Navigations-, aber die Inhalte direkt sind auf Deutsch. Ich weiß nicht, ob Sie haben ein englischsprachiges Gerät. Nein, ich habe in den App-Einstellungen auf Englisch umgestellt jetzt und da sind nur manche Navigationsinhalte. Bei uns ist keine App-Einstellung auf Englisch möglich, weil es automatisch generiert wird. Also das müssen Sie mir nochmal zeigen. Ja, wenn Ihr Gerät kein deutschsprachiges Gerät ist, ja? Dann kommt es automatisch auf Englisch. Und wir haben zurzeit 3 Übersetzer dabei in einem Modellprojekt, was wir alles machen. Alles klar, okay. Dann kann ich es gar nicht ausprobieren. Ins Polnische zu übersetzen. Und wir haben eine Koreanerin, die anfängt. Und wir haben eine Araberin, die anfängt. Aber wir müssen da eine kritische Masse von mindestens 100 Points of Interest haben, damit man damit in die Öffentlichkeit gehen kann. Aber es ist natürlich das Ziel. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich sehe, es sind diverse Smartphones hier im Einsatz. Ich hoffe natürlich, dass Sie alle gerade bei der Berlin History App sind. Also nochmal ganz herzlichen Dank für den tollen Vortrag, Klemke.